On the right and left of the hall. While passing the Hotel Seca, you can see that there's a really nice bakery which is called the Seca Torte. You can see when we get into, because it's a question of humanity to get in there and a question of how to behave. Oh. Ich würde gerne etwas erwerben. Und zwar geht es dabei um ein Stück Sachertorte. Ja? Ist das möglich? Ja, wenn Sie so lieb sind, um die Ecke in der Kärntner Straße ist unser Geschäft und da können Sie alles erwerben. Sie haben schon geschlossen? Oder wie ist das? Nein, die Sachen, die Sie erwerben möglich, sind um die Ecke in der Kärntner Straße. Also, geht es nicht um die Räumlichkeiten? Nein, ich dachte, es wäre ein Café. Das ist das Café hier, aber wenn Sie dort nicht kaufen wollen, das wäre um die Ecke in unserem Geschäft. Nein, also zum Direktverzehr. Aha. Genau. Ja? Darum geht es. Ja? Ja. Wie viele Personen? Nicht mitnehmen. Wir sind 20. Einmal durchzählen, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 22. Für 18 Personen wäre das möglich, oder haben Sie überhaupt die Kapazitäten? Das ist eine große Person. Naja, 18, das ist eine gute Familie. Ja, also, ist ja nicht so, dass wir ein ganzes Volk sind. Das wird natürlich viel schwerer einstehen, als er von 18 Tellern aus dem Hotel Sachertorte. Unbedingt mein Stück mit 18 Gabeln. So schnell. Kommen Sie bitte zu mir. Ach, das ist nett. Danke. Danke schön. Wir würden gerne heraus, dass Sie hier und hier. Ah, das ist ja. Bitte sehr. Danke sehr. Ich denke, ich brauche das Megafon in diesen Seligkeiten nicht. Wir platzieren uns bitte auf diesen Tischen. Wir wurden damit platziert, beziehungsweise eingestuft. Eingestuft? Nein, eingestuft habe ich sie nicht. Nein, also uns wurde die Tür ist halt neu für uns. Ja, raus. Nein, nur zusammenbügeln. Und das Tür. Schön, dass ich mit Provotour das erste Mal im Sacher bin. Gern auf der Riesentisch. Ja, ja. Niemand. Matthias, das ist ein Riesentisch. Lass uns hier. Provotour ist immer. Was machen wir jetzt hier? So, hast du schon angekündigt. Jetzt möchte ich mein Stück Kuchen drauf. Das ist eine harte Verhandlung. Das ist eine harte Verhandlung.